In diesem Video baue ich einen AirTag in meinen VanMoof ein. Vor kurzem hat Apple sein Find-Me-Netzwerk erweitert und viele Partner an Bord geholt. Unter anderem ist VanMoof auch ein Partner geworden und alle neuen VanMoofs, die ab, ich glaube, April 2021 ausgeliefert worden sind, sind Bestandteil des Find-Me-Netzwerks von Apple und können entsprechend in der Wo-ist-App auf den iPhones der ganzen Nutzer lokalisiert werden, falls sie geklaut werden oder falls man nicht mehr weiß, wo man sein Rad abgestellt hat. Mein VanMoof ist ja noch aus dem letzten Jahr und dementsprechend habe ich diese Funktion nicht, obwohl sie eigentlich nur per Software nachgerüstet wurde. Auf jeden Fall hat VanMoof das gesagt, aber nichtsdestotrotz, relativ parallel hat Apple die AirTags vorgestellt und da habe ich mir ein paar geholt und von vornherein die Idee gehabt, ich baue mir selber eins in das VanMoof ein. Und ich habe sogar den Vorteil, weil die AirTags haben den U1-Chip, das ist hier, glaube ich, Ultraband. Breite sonst wie und sind dadurch sogar noch besser zu lokalisieren als die native Implementierung. Vielleicht rede ich mir das auch noch schön. Aber nichtsdestotrotz, ich möchte jetzt heute einen AirTag in meinem VanMoof einbauen und habe mir Gedanken gemacht, wo mache ich das? Es gibt mittlerweile Lösungen im Netz, wo Leute halt im 3D-Drucker so kleine Hülsen dafür bauen, versteckt hinter einem Reflektor, den man an sein Rad macht, beispielsweise vorne oder hinten. Aber ich meine, das sind alles Lösungen, die relativ schnell auch zu entfernen sind. Und ich möchte das eigentlich schön versteckt haben. Dann kann man natürlich überlegen, ob man es direkt in den Rahmen reinbaut. Irgendwo, wenn man drankommt. Das ist natürlich Metall. Und ich weiß nicht, ob das so geil ist mit so einem AirTag. So, und Ende der Geschichte ist, und die Idee ist nicht von mir, habe ich auch im Netz entdeckt, unter dem Sattel. Der Sattel, der ist ja auch festgeschraubt entsprechend und den kann man auch nicht so einfach entfernen und da fällt das auch nicht so einfach auf und das werde ich halt heute machen und versuchen, den AirTag unter dem Sattel jetzt hier bei meinem VanMoof zu installieren. Als erstes muss ich jetzt den Sattel logischerweise abbauen und dafür muss man einfach einmal die Abdeckung hier abknibbeln und darunter ist ein Security Bit. Dafür hat VanMoof ja auch Werkzeug mitgeliefert, das ich natürlich vergessen habe, aber ich bin natürlich auch ausgerüstet mit einem Ersatzset an Bits und habe entsprechenden Schraubendreher und löse jetzt einfach die Schraube. So, jetzt haben wir den Sattel abmontiert und hier sind auch zwei Security Torx, die gleiche Größe wie am Rad selber. Das heißt, ich kann direkt weiterarbeiten. So, der hier vorne ist ein bisschen schwieriger, weil der ein bisschen eng ist an dem, ach guck mal, der löst sich sogar von alleine ein bisschen. Da probiere ich es mal mit der Verlängerung weg und es geht auch. So, ups, da ist was runtergefallen. So, da müsst ihr auf jeden Fall aufpassen, da sind hier so kleine Spannringe drunter. Und hier ist der zweite Sicherheitstorx. Den lege ich jetzt mal hier ab und habe jetzt den Sattel entsprechend in der Hand. Und hier war die Idee, dass da vorne der AirTag reinpassen würde. Und er passt in der Breite, aber nicht in der Höhe. Also da muss man schon ordentlich reindrücken, den kriegt man nicht so einfach raus und nach einem Jahr ist die Batterie ja alle. Von daher ist jetzt mein Plan, hier die Plastikabdeckung abzuschrauben und ihn entsprechend dann da reinzukleben. Aber als erstes werde ich jetzt den AirTag einmal aktivieren, weil wenn er gleich drin ist, kann ich das natürlich nicht mehr machen. So, und wenn er von Apple direkt kommt, dann muss man einfach diese Plastikfolie entfernen. Und wenn man sie rauszieht, dann aktiviert er die Batterie und der AirTag ist aktiv. Man hört auch ein kleines Geräusch und jetzt werde ich ihn erstmal mit meinem iPhone pairen.
So, jetzt halte ich den AirTag an mein Telefon, muss ich noch niemals machen, hat sie direkt ihn erkannt und tippe auf Verbinden. Ja, die erste Möglichkeit Fahrrad, passt natürlich perfekt für mich. Weiter, jetzt hat er meine Telefonnummer, alles gut. Und jetzt konfiguriert er ihn. Und jetzt steht hier Fahrrad von Achim. So, das AirTag ist gekoppelt und jetzt mache ich die Plastikabdeckung ab. Dafür brauche ich einen anderen Bit. Das ist, glaube ich, ein Zweierkreuz, würde ich jetzt mal tippen. Und muss jetzt hier 1, 2, 3, 4, 5, 6 Schrauben lösen. So, jetzt habe ich den Plastikteil des Sattels abgeschraubt und ja, der Sattel hier ist relativ massiv. Ich hatte gedacht, dass da so ein bisschen Luft drin ist. Und hier, ich drehe mal vorsichtig um, da sind so Streben drunter. Aber ich probiere einfach mal aus, ob der AirTag nicht einfach so passt, wenn ich den so hier platziere, da drauf setze und mal so gucke. Setzt eigentlich relativ plan auf. Das heißt, ich werde den da auch platzieren. Und dafür habe ich mir so ein Stück Teppichklebeband genommen, also beidseitiges Klebeband. Und werde den da jetzt einmal auch mehr oder weniger drin einwickeln, damit er von beiden Seiten was zu kleben hat. So, und dann ziehen wir das einmal ab, legen das ab und platzieren ihn hier. Setzen das drauf und schrauben es einfach wieder zusammen. So, alles angeschraubt. Jetzt kommt noch das Rohr dran. Und dabei sehe ich auch, dass man den Sattel übrigens verstellen kann. Das wusste ich jetzt auch nicht. Ich muss natürlich den Bit wechseln. Das heißt, man kann ihn nach vorne und nach hinten schieben. Aber die Standardeinstellung, die OneMove hatte, passt für mich relativ gut. Deswegen habe ich da keinen Bedarf. So, der vorne ist ja wieder ein bisschen schwieriger. Den versuche ich erstmal locker mit dem Bit reinzudrehen. Da ist es dann besser, glaube ich, wenn man so eine Knarre hat, wo man Bit einsetzt. Ansonsten muss man ein bisschen mit einem normalen Schraubendreher kämpfen. Ja, und das war's. Der AirTag ist eingebaut und jetzt kann er wieder ans OneMove. Ja, jetzt habe ich den Sattel installiert, hole mal mein Telefon raus und rufe die Wo-ist-App auf. Ja, und er hat es direkt erkannt. Mein Rad ist bei mir, wie er hier schreibt. Und ich werde jetzt einmal mal rausgehen und gucken, wie es funktioniert. Aber eigentlich, ja, alles geschafft. Ich habe mein OneMove geupgradet. Ja, jetzt bin ich halt hier draußen und habe mein Rad verloren und suche mein Rad. Habe die Wo-ist-App jetzt auf und sehe schon, dass ich in der Nähe bin. Und der Pfeil zeigt mir immer an, in welche Richtung ich gehen muss. Und es wird wärmer, würde ich sagen. Und ja, das Rad befindet sich hier hinter dieser Garagentür und ich habe es gefunden. 1A. Der Mod hat funktioniert. Von daher, ich kann es jedem empfehlen, wer ein altes OneMove hat, das eben noch nicht dieses Update hat und auch ein iPhone, dann holt euch ein AirTag, baut es ein, ist gar nicht so schwer. Ich kann es wirklich, wie gesagt, nur empfehlen und dann hoffe ich, sehen wir uns im nächsten Video wieder.